Es geht wieder los mit Guild Wars 1. Keine Mission, nein, wir sind noch auf dem Weg zu einer Mission, ja. Also sollte das kein Problem sein, dass wir da zumindest hinkommen, heile. Erstmal wieder zwei Magier einladen, zwei Heiler einladen. Ich finde die jetzt gerade hier nicht. Heiler, 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 Heiler. Haben wir nur einen Heiler? Ja, haha, wir haben hier nur einen Heiler. Okay, alles klar. Dann haben wir hier eben nur einen Heiler. Dann müssen wir eben die Gruppe dann ein wenig wieder umändern. Oder ich sehe den anderen Heiler hier nicht. Aber ich glaube, wir haben echt hier nur einen Heiler. Ja, wir haben hier scheinbar nur einen Heiler. Okay. Also zumindest wer mitkommt, ist, ja, Ernste. Ich glaube, Ernste war das, ne? Das ist immer sehr wichtig, die können nämlich diese Ghule beschwören oder diese komischen Dinger da. Das ist nämlich ganz gut. Geister sind auch nicht schlecht, deswegen habe ich die auch mal mitgenommen. So, was wollen wir denn noch? Wollen wir noch einen Mörder mit haben? Ich denke, mein Kämpfer wäre auch nicht so schlecht, nochmal mit zu haben. Ich meine, also Silberflügel ist ein Kämpfer. Ich denke, mein Magier ist nicht schlecht. Ich würde sagen, noch ein Kämpfer. Und so einen. Weil wir haben ja eben nur einen Heiler dabei jetzt. Hier gibt es scheinbar nicht zwei. Bei der nächsten Mission wahrscheinlich gibt es wieder zwei. Dann müssen wir dann wieder einen... Also mache ich wieder einen Heiler rein. Finde ich eigentlich immer ganz sinnvoll. So, aber wir müssen ja jetzt erstmal zur nächsten Mission essen. Und wir können wieder nach draußen. Ja. Denn es geht nämlich nach da unten. Ganz schön. Freut mich richtig, dass wir jetzt hier auch ein bisschen draußen sind. Das sieht ja sehr schön aus, muss ich echt sagen. Freut mich. Freut mich sehr. Kann man noch so ein bisschen drehen, die Kamera. Ja, das ist die hässliche Stadt. Wie man sieht. Und hier ist das schöne Land. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Ich muss hier lang, ne? Ja. Die Truhe öffnen wir mal, glaube ich. Macht gar nicht Sinn, oder? Wollen wir das machen? Erstmal wollen wir hier die Gegner töten. Lebendes Gestrüpp! Aber wir haben hier draußen auch, das ist glaube ich, musiktechnisch, also an der Abwechslung haben sich die Entwickler bei den Companion Faction, also bei der jetzt, ich weiß nicht wie es in Nightfall ist, aber das ist wahrscheinlich auch so, nicht so viel Mühe gemacht, ne? Also hier dudelt jetzt die ganze Zeit nur dieser eine Soundtrack, jedes Mal derselbe. Ist zwar ganz schön, weil er so atmosphärisch ist, aber ich finde auch wiederum, wo ist denn jetzt die Truhe? Da. Ich finde aber auch wiederum, ein bisschen Abwechslung in der Musik wäre auch schon echt gut. Nee, ich will hier... Ja, 14 bis 26. Das ist ein... Ah, das ist aber so... 14 bis 26 Bogen... No! Ey, das lasse ich mir jetzt nicht entgehen, ne? Sorry dafür, aber ich mache das jetzt nochmal. Es ist zwar 14 bis 26, also ich habe ja, was habe ich, 14 bis 27, 26, das ist ein Schadenspunkt weniger. Ich glaube, das kann man verkraften. Ich hole mich jetzt nochmal in Identifizierungsgedöns. Weil ich keins mehr habe. Aber ich möchte mal gucken. Profi-Wiederherstellung, Identifizierungs, überlegenes Identifizierungs.
Hoffe, damit geht das. Ich würde gerne gucken, trotzdem, was ich denn. Wieso drin habe. Boah, ich hätte schon irgendwie Lust, den zu benutzen. Wir benutzen den mal und verkaufen den anderen. Also ein epischer ist schon geil. Und diese 14 bis 26 ist nicht 14 bis 27 oder 14 bis 28 oder 15 bis 27, also keine wirkliche Verbesserung, sondern eher eine Verschlechterung. Aber um einen Schadenspunkt, das kann man ja noch verkraften. Aber das hatte einfach Rüstung Nummer plus 5 und Schaden plus 16%, während die Lebenspunkte weniger als 50% betragen. Das ist schon, also ich muss sagen, ziemlich geil. Da kann ich einen Schadenspunkt weniger, kann ich ja verkraften. Sind natürlich alle Gegner erstmal wieder da, das macht aber nichts. Machen wir sie nochmal fertig. Das ist schon geil. Dreiunddreißig Schaden. Ja, ich muss schon sagen, das lohnt sich total. Also kann ich nicht anders sagen. Also es ist super, dass der aus dieser Tour rausgekommen ist. Ja, hallo. Also wirklich geil. Irgendwann hat mich hier mega vergiftet. Und jetzt wird er nicht besser. Das ist wirklich cool. Hat sich gelohnt, diese Truhe mal zu öffnen. Das war ja bei der anderen Truhe, die wir ja mal geöffnet haben, ja nicht so der Fall. Da hat sich das nicht so gelohnt. Irgendwas verlangsamt hier uns immer wieder. Ach, hier sind so Fallen im Boden. Alles klar. Drachenmoos. Macht eigentlich der Geist denn da immer? Kann da auch was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, da ist zumindest jetzt irgendwie ein Übergang, wo wir auch durch müssen.
Dann gehen wir jetzt mal rein. Okay, hier hauen erstmal Außenposten von Rise of the Moon, RNS kontrolliert. Achso, das ist ein Außenposten, den man kontrollieren kann scheinbar. Von einer Gilde. Okay, jetzt muss ich mir wieder ein paar Leute suchen. Hier sind scheinbar irgendwelche Leute nicht mehr vorhanden. Heiler und Kämpfer. So, was haben wir hier? Was haben wir denn hier alles dabei? Kämpfer, Bogenschützen, Illusionisten. Achso, was können wir hier eigentlich? Ja, schade, jetzt sind hier wieder ein paar andere Gefolgsleute. Gut, dann ist das wohl so. Gut. Kann ich hier noch was kurz in die Truhe packen? Ja, Webstore, ja, auf jeden Fall. Aufwertung kaufen. Achso, ich kann auch die Truhe aufwerten. So geht das also. Nee, will ich aber erstmal gar nicht. Ich möchte jetzt erstmal hier mein Shit loswerden. Nee, das nicht. Schriftrolle der... Ach ja, richtig, das haben wir ja auch noch. Hä? Was ist denn hier mit los? Oh, nee. Okay, wir müssen hier einen neuen Stapel anfangen. Was habe ich hier noch? Schild. Können wir verkaufen. Ach so. Ah, damit können wir uns verwandeln. Okay, alles klar. Ja, können wir auch nochmal... So ein Fun-Item wieder mal, was wir hier gefunden haben. Ist doch keine Farbe, sondern ein Fun-Item. Alles klar. Können wir hier mal wieder ausprobieren, wenn ich denn dazu jetzt die Zeit habe. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen jetzt trotzdem weiter, ne? Wir müssen durch diesen Außenposten auch nur durch. Ich will der Gilde auch nichts wegnehmen hier. Ich will nur durch diesen Außenposten durch. Oh, hier ist es wieder ein bisschen düsterer. Okay, ein bisschen mehr waldiger hier, ne? Aufseher des Blattes. Naja. Kann ich denn hier einfach geradeaus weiten? Ne, wäre ja auch total doof. Also das ist das Gebiet hier scheinbar. Ja, Wasserfall und so. Ne, sieht schon ganz, ja, idyllisch. Ja, gut. Ist schon ganz nett. Ist halt nicht die Stadt, ne? Alter, diese Fallen, ne? Wie die mir auf den Sack gehen. Mach sie fertig. Sonst machen sie uns fertig.